Zuerst zum Lou Bega. Sein Sommerhit «Mambo No. 5» war wochenlang in den Charts und hat ihn zu einem Weltstar gemacht. Wir wollten wissen, wie es am David Lou Bega, so heisst er richtig, 20 Jahre später geht. Ich kann mich erinnern, Frühstück in London, Frühstück in New York an einem Tag. Und auf einmal prasselt alles auf einen ein. This is Mambo No. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Man ist bei den Grammys nominiert, gewinnt 2 Weltmusik-Awards und tanzt mit den Königen dieser Welt. Lou Bega wird 1999 über Nacht zum Star. Sein größter Hit, Mambo No. 5, geht um die Welt. Das Lied ist wochenlang in den Charts und wird rauf und runter gespielt. Gerade noch der junge, mittellose Musiker, der das Klischee erfüllt. Und dann einen Monat später erhältst du den ersten Scheck mit einer Zahl, die du dir vorher nicht vorstellen konntest. Was machst du damit zuerst? Ne? Okay, Mama Haus, klar, das habe ich mir immer vorgestellt. Ja, das ist eine tolle Sache, macht man als guter Sohn. Aber man will auch einen Sportwagen endlich mal fahren. Ne? Und zwar nicht irgendeinen. Lou Bega wächst in Deutschland in einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater kommt aus Uganda und seine Mutter ist Italienerin. Auf einmal wird er in der Öffentlichkeit erkannt. Autogramme und Selfies gehören dazu, wenn er unterwegs ist. Auf einmal lächeln dich Schönheiten an, die vorher vielleicht nicht mit dir geredet hätten. Habe ich alles ausgenutzt? Playboy, kann sie alle haben. So habe ich damals gedacht, 24 Jahre, ein bisschen Macho-Denke auch dabei. Ich habe jeden Tag mehr gegessen, mehr getrunken, mehr gefeiert, mehr geliebt, aber eben auch mehr gelitten. Ich hatte mehr Probleme, lustigerweise, als vorher. Also dieses Wort, M-E-H-R, mehr, das ist das, was diese Zeit irgendwie stigmatisiert. Was ich allerdings erreichen wollte und nicht erreicht habe, ist ein Gefühl der Fülle, eine Happiness, wie man so schön sagt. Aber eine permanente, nicht eine, die in dem Moment da ist und wieder entschwindet. Damals wusste ich nicht, wie ich das tue. Wie bekomme ich diesen Zustand in mein Leben? Ich war ja in diesem Partyleben gefangen. Jeden Tag Party, eine neue Frau, da ein Model, hier ein Model, falsche Freunde. Großes Thema, ja, die sich alles bezahlen lassen haben. Dann habe ich mein Gewissen beruhigt mit guten Taten, ne? Charity hier und da. Dann allerdings habe ich erkannt, dass das nicht reicht. Ich möchte eine Familie haben. Ich wusste immer schon, dass ich Vater werden möchte und dass die richtige Frau noch fehlt. 2006 lernt David Geneva bei Studioaufnahmen kennen. Geneva ist auch Musikerin und singt in einem Song von Lou Bega mit. Als ich ihn kennengelernt habe, war das so, dass alle an ihm irgendwie gehangen sind. Jeder wollte was von ihm, jeder wollte ein Stück von ihm, von seinem Ruhm. Den ging es gar nicht um seine Person, sondern um die öffentliche Person. Wahrheit ist nämlich etwas, das beim Erfolg sehr abhanden kommt. Keiner sagt dir mehr die Wahrheit. Ja, du bist immer der Beste, du bist immer der Schönste. Du bist immer der Netteste, der Klügste, der Schlauste, solange du Erfolg hast. Ne? Es ist wichtig, eine wahrhafte Person im Leben zu haben. Eine Frau, die auch mal Nein sagt. Wir haben wochenlang oder monatelang nur Freundschaft gepflegt. Und nicht aus dem Grund heraus, dass ich nicht mehr wollte, sondern eben um das Image, das ich ja selber auch projiziert habe, loszuwerden. Also musste ich beweisen, hey, ich schätze auch einen Freund, ne? Eine Freundin. David und Geneva heiraten 2013 in Las Vegas und haben eine Tochter. Geneva ist ebenfalls in Deutschland aufgewachsen und hat philippinische Wurzeln. Schon als Kind ist sie im Musik- und Tanzbereich tätig. Seit ihrem 16. Lebensjahr kämpft sie mit Epilepsie. Die Ärzte haben mir gesagt, da gibt es wenig Heilungschancen. Wir müssten an deinem Gehirn operieren, aber das ist sehr riskant. Ich musste Medikamente nehmen, starke Medikamente, die auch ihre Nebenwirkungen hatten. Ich war wirklich stark auf der Suche nach Heilung und nach Befreiung von Kindheit an.
Ich war im buddhistischen Tempel, ich habe mit buddhistischen Mönchen meditiert, bin nach Mexiko geflogen, bin in den Dschungel gegangen, zu den Mayas, habe da mit ein paar Azteken eine Art Wasserritual gemacht. Ich habe Familienaufstellungen gemacht, also wirklich, ich habe alles ausprobiert. Traumatherapien mit Rapid Eye Movement heißt das. 1, 2, 3, 4, 5. Du wirst überhöht, du wirst wertgeschätzt, du läufst auf Wolke 7 und zwar Tag für Tag für Tag für Tag. Es hört gar nicht auf. Das führt dann zu so einer Art Adrenalin-Overkill, der dann, wenn du Pause hast, gefüllt werden muss. Gleichzeitig schließt du dann am Abend deine Hotelzimmertür hinter dir ab und bist doch ganz normal David. Ganz normaler, stinknormaler Typ. Hast dich nicht verändert. Ja? Du zupft an dir und du bleibst das, was du warst. Das habe ich, so wie viele andere Künstler, schwer hinbekommen, ohne immer wieder in eine Depression abzurutschen. Ja? Meine größte Angst, denke ich, war, umsonst gelebt zu haben. Ja, klar, du hast Musik gemacht, die Generationen nach dir hoffentlich noch hören werden. Dein Name ist bekannter, als er vorher war. Aber was bedeutet das wirklich? In Ewigkeit gesprochen. Ich hatte alles. Ne? Von außen gesehen kann man sich an den Kopf fassen und sagen, er hat doch alles gehabt. Mag auch so sein, aber in mir von Kindheit an ist da dieses kleine Loch, das nie gefüllt werden konnte. Immer nur zeitweise kurz und das war eine Illusion. Egal wie viel Geld ich reingeschüttet habe in dieses Loch, egal wie viel Alkohol, das, was die Substanzen und auch der Alkohol tun, ist die Illusion verschaffen, dass alles in Ordnung ist. Es kommt nichts mehr an dich ran, weder das Gute noch das Schlechte. Aber du hältst zumindest deine Existenz aus. Ich war dann so einem Punkt, wo ich genauso gelebt habe, nach außen hin nicht wirklich wahrzunehmen für die meisten Menschen, aber in einer Beziehung dann wohl eher schon. Das hat natürlich die Beziehung dann auch ins Wanken gebracht. Trotz dessen wir alles hatten, wir verheiratet waren, Familie waren, war jeder von uns und sogar unsere Tochter, wir waren nicht glücklich. Ne? Das Kind ist nur glücklich, wenn die Eltern wirklich glücklich sind. 2012 bricht die Familie nach Kalifornien auf. In Hollywood beginnt Geneva eine Schauspielschule. Später ziehen sie nach Palm Desert weiter. Dort leben David und Geneva in einer Art Kommune auf der Suche nach Sinn. Eines Abends experimentieren sie mit einem aztekischen Kraut. Es ist ein Kraut, was Indianer nehmen, was die Azteken in Mexiko nehmen, um Antworten zu bekommen. Alle haben sich nach einem Neuanfang gesehnt. Das Leben muss doch mehr zu bieten haben als Karriere. Ich habe mich so verloren gefühlt, ich hatte auch Depressionen. Also ich habe wirklich viel zu tun gehabt mit mir selbst. War echt unglücklich. Dann kam die Pfeife zu mir und habe den 8-mal gezogen. Habe ja nichts zu verlieren, dachte ich. Und es sind Minuten vergangen, Stunden vergangen und ich kam irgendwie nicht mehr zurück. Also das ist wirklich so, als wenn man in einer anderen Dimension festhängt. Und man ist nicht mehr da, im Hier und Jetzt. Was ja ziemlich verrückt war, dass ich, die auch noch Epilepsie hatte, eine Mutter bin, dass ich das überhaupt gemacht habe, dachte auch, wenn ich jetzt einen Anfall kriege, weil ich auch schon Geschichten gehört habe, dass Menschen mit Epilepsie unter Drogeneinfluss auch gestorben sind. Und dann gingen mir wirklich Horrorszenarien durch den Kopf. Ich habe wirklich Panik bekommen. Und ich habe versucht zu meditieren, das, was ich zu der Zeit gemacht habe. Es wurde nur noch schlimmer. Ich habe weniger Luft bekommen, mir wurde schwarz vor den Augen. Und ich war kurz davor, wirklich mein Bewusstsein zu verlieren. Und dann gingen mir Worte durch den Kopf von meiner Tante. Und diese Worte gingen durch den Kopf und ich habe mich daran erinnert. Rufe Jesus, wenn du in Gefahr bist. Und ich habe gerufen. Zum ersten Mal in meinem Leben, aus tiefstem Herzen, habe ich gerufen, Jesus! In meiner Seele, so ein richtiger Schrei. Und als ich gerufen habe, ist dann wie, als wenn die Zeit stehen geblieben wäre. Als hätte Gott mich in seine Zone gepackt, als wenn Raum und Zeit nicht mehr existieren. In dem Moment war mir das klar, dass er Gott und die Wahrheit ist.
In seiner Gegenwart bist du so glücklich, dir fehlt es an nichts. Ich hatte sowas noch nie in meinem Leben gefühlt, also alles andere, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe, war dagegen gar nichts. Und ich bin aufgewacht und ich war klar und nüchtern, habe zum ersten Mal Frieden in meinem Herzen verspürt. Von dem Tag an war ich mit ihm so verbunden. Ich habe ihn gehört, auch wenn ich gebetet habe. Er war immer da. David hat zeitversetzt eine ähnlich überraschende Begegnung. Und zwar in den Ferien auf den Malediven. Geplant waren irgendwie 8 Tage Sonnenschein und Planschen, Schnorcheln, Tauchen. Realität war, dass der gesamte Aufenthalt mit Regen besetzt wurde. Und wenn ich Regen sage, dann meine ich Stürme, tsunamiartige Wellen. Nach 3-4 Tagen habe ich eine Bibel entdeckt. Die Bibel war das letzte Buch, das ich lesen wollte. Ich hatte mich nicht dafür interessiert davor. Es ist so eine gewisse tote Stimmung in Kirchen, es sind nur alte Leute zu sehen und das ist nicht sehr attraktiv. Also dachte ich, vielleicht sind die netten Buddhisten mit ihren Roben mir näher und habe auch das versucht, bin aber da nicht weitergekommen. Also lese ich das Buch, das ich nie lesen wollte und es fängt mich ein. Zufälligerweise eine Seite aufgeschlagen, in der Jesus einem Pharisäer von der Wiedergeburt erzählt, dass man neu geboren werden muss, um das Königreich Gottes zu sehen und dass man Gott näher kommen kann, wenn man umkehrt. Ich war bereit, Gott kennenzulernen. Und ich wollte natürlich auch das Glück in meine Ehe und in mein Leben bringen. Ich war dann nachts der Einzige, der wach war, hatte die Bibel in der Hand und las und las und las. Und ich weiß noch eins, ich kniete mich nieder, ganz allein, sprach mit Gott, sagte, hey, ich möchte einiges aus meinem Leben dir übergeben und mich entschuldigen dafür. Und was dann passierte, war einfach unglaublich. Ich habe nicht damit gerechnet. Es fühlte sich ja an, als ob ein Vater dich umarmt. Ja, du bist ein Junge, der was ganz Schlimmes ausgefressen hat. Du denkst, dein Vater wird dich quasi erwürgen, aber das tut er nicht. Er umarmt dich mit aller Liebe und Sanftheit, die es nur gibt. In dem Moment, ich weiß noch, meine ganze Last der letzten Jahre, wahrscheinlich vom ersten Tag an, ist in sich zusammengebrochen, ist aus mir gegangen. Ich habe nur noch seine Leichtigkeit gespürt und das hielt an. Ich weinte, ich lachte, ein Glow hat mich rüberzogen anscheinend, das sagte mir meine Frau. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Da kam Veränderung in mein Leben. Und von dem Tag an, die Ehe, Beruf, alles ging in eine bessere Richtung und ich war gefüllt. Wir haben uns gemeinsam hochgerafft und gemeinsam Großartiges erlebt. Gott hat uns beide auf individuelle Art und Weise geführt, aber simultan, sodass wir zum gleichen Moment bereit waren, ihm wirklich zu folgen. Und das ist seine Handschrift gewesen. David und Geneva machen heute gemeinsame Musikprojekte. Im Lied Walk to the River wird die Taufe thematisiert. 2017 erleben sie ihre Taufe als prägendes Ereignis. Der Drang, getauft zu werden, kam immer mehr auf in mir. Also bin ich auf die Suche gegangen, im Netz. Und ich habe gesucht, denn ich wollte getauft werden. Also habe ich Torben im Internet gefunden und wir haben uns gleich gut verstanden und haben einen sofortigen Termin auch ausgemacht. Wir kamen in unser Haus, es war ein wundervoller Tag. Wir waren im Wohnzimmer, es wurde gebetet für jede einzelne Person. Diejenigen, die es wollten, wurden an dem Tag getauft. Nicht nur David und seine Frau wollen getauft werden. Auch Genevas Mutter, der Gärtner, der Neffe und andere Bekannte und Verwandte lassen sich am selben Tag taufen. Als ich wirklich im Wasser war und hochkam, das war wirklich ein Abschnitt, altes Leben, zack,
neues Leben. Wie ein neugeborenes Baby, als hätte ich nie Traumata und Schmerzen erlebt. Vorher war dieses Misstrauen und als ich aus dem Wasser kam und gefüllt worden bin mit dem Heiligen Geist, bin ich jedem um Hals gefallen. Ich habe alle umarmt. Ich habe so eine Liebe gespürt, Gottes Liebe für jeden Einzelnen, der da war. Seit 2 Jahren, von dem Tag an, als ich getauft wurde, bin ich geheilt. Ich habe keine Epilepsie mehr. Ich brauche weder Medikamente, ich muss nicht mehr meinen Neurologen besuchen. Keine Depression, keine Angstzustände. Natürlich gibt es Tage, wo man sagt, ach, heute ist nicht so ein guter Tag. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was vorher war. Gott hat auf jeden Fall Vertrauen, Stabilität und Heilung reingebracht in unsere Ehe, in unsere Familie. Und heute sind wir ihm so dankbar. Früher öffneten David und Geneva nicht für jedermann das Haus. Heute kümmern sich die beiden um Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Ich musste mich ein wenig gewöhnen daran, eine neue Rolle einzunehmen. Im Gottes Königreich gibt es keine Idole. Ich spreche jetzt jemanden an und möchte ihm was Gutes tun, ihm die gute Botschaft übermitteln. Und das macht demütig, auf alle Fälle. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wir sind für ihn alle gleichgestellt. Jeder von uns, egal ob ein Obdachloser oder ein Reicher, hat die Chance, ein Kind Gottes zu werden und ihn in sein Leben zu lassen.